Thiel, wenn dir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass du nach dem 14. Spieltag auf ersten Platz stehst mit 5 Punkten Vorsprung, was hättest du da gesagt? Hättest du den ausgelacht? Eigentlich nicht. Ich meine, es ist, ich glaube, dass die Mannschaft eigentlich hat bis jetzt sehr, sehr gut gespielt und wir haben sehr viel geändert. Und ich bin sehr froh, weil die Mannschaft bekommt diese erste Stelle, dieser erste Platz hochverdient. Waren auch sehr harte Spiele dabei und man hat auch gesehen, dass wir ein anderes Eishockey spielen wie in den Jahren vor. Und es ist ein attraktives Eishockey. Und es freut mich, dass eigentlich die Arbeit ist für die in Punkte so umgerechnet. Und natürlich, das hilft uns schon, weil der Start war für uns ein ganz wichtiger Teil von der Saison. Und wir haben sehr viel investiert, dass wir gut starten können. Und letztendlich haben wir die Punkte. So sehr, alles sehr, sehr positiv. Wie viel Anteil an dem bisherigen Erfolg, wir sind ja noch früh in der Saison, das darf man nicht vergessen, hat das Trainerteam und allen voran natürlich Jeff Ward? Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Er hat die Mannschaft auch vom ersten Tag eigentlich einen Plan gegeben. Er hat ganz klare Vorstellungen. Er ist einer, das sehr, sehr offen ist, kommuniziert sich sofort. Aber er versteht, wie das ist, auch aus der Spielerseite. So, es gibt immer einen Kompromiss zwischen den Spielern und den Coaches. Und was bei uns richtig freut, ist die Arbeit, was man sieht, nicht nur am Spieltag. Das ist der Jeff Ward ist von 7 Uhr bis 17 Uhr mit seinen Coaches in der Kabine. Dieser Erfolg kommt nicht von alleine. Da stecken sie auch sehr viel Arbeit drin und die Trainingseinheiten sind intensiv. Und dann besonders wichtig ist nach dem Training. Man sieht auch, dass die Spieler bleiben unheimlich lange. Die haben Lust, auf die Kleinigkeiten zu verbessern. Und das sind auch Jay und Todd, Jay und Craig, die sind immer da, die Spieler diese Tipps zu geben. Und dann wächst das in so ein Team. Und Jeff motiviert dich schon. Und der Teamgeist ist genauso so wichtig wie Powerplay, Special Teams oder Goaltending. Und das merkst du schon, dass jeder sind in dem gleichen Boot. Und das war von Anfang an unsere Aufgabe, die Spieler die Richtlinie zu geben. Und wenn das nicht passt, dann müssen wir andere Wege finden. Aber bis jetzt von allen Seiten sind die richtig, richtig fest, ist ein Team. Mir wurde von verschiedenen Stellen erzählt, dass du sehr, sehr hart gekämpft hast, dass Jeff Ward nach Mannheim kommt. Es war ein riskantes Spiel, weil man wusste bis zum Schluss nicht, ob er doch noch in der NHL bleibt. Er hat ja, glaube ich, auch eine Ausstiegsklausel gehabt. Hättest du einen Plan B gehabt, wenn Jeff Ward letztendlich doch abgesagt hätte in Mannheim? Ja, wir hatten wie immer einen Plan B, aber die Plan A mit Jeff Ward war für uns, ich glaube, das war von meiner Seite das allerrichtige Verpflichtung, weil wir wollen etwas anderes anbieten für die Spieler, auch die zukünftigen Spieler hier in Mannheim, auch für den Fans ein anderes Eishockey. Und war der Jeff Ward mit seinem Vertrag mit Boston. Haben wir viel, viel E-Mails, viel, viel Zeit investiert. Und wir waren auch nur am Ende abhängig von der Boston Bruins. Und das bin ich sehr froh mit Peter und Cam Neely da, dass das in Boston ist eigentlich, wir haben einen Weg gefunden, Jeff nach Mannheim zu bringen. Und ja, es war gut. Die Gerüchteküche kocht ja immer während einer Saison, ob du nun Letzter bist oder auf dem ersten Tabellenplatz steht. Und zuletzt wurde mir zugetragen, dass Teal Fowler und damit die Adler Mannheim weiterhin auch während dieser Saison auf Spielersuche sind, sowohl für die Verteidigung als auch für den Sturm, und zwar für die aktuelle Saison. Was ist da dran, Teal? I mean, jetzt ist momentan nicht dran. Was wir bis jetzt gespielt haben, wir haben jede Mannschaft in unserer Liga einmal gegen die gespielt. Das analysieren wir, potenzielle Playoff-Kandidaten, weil das ist auch für uns
ist, you know, der Vorrunde ist, war für uns die letzten paar Jahre relativ gut, nicht schlechter wie Vierter. Aber für uns ist die Playoffs. Und da arbeiten auch die Spieler und Jeff und der Coaches dran, auf diesem Playoff-Spiel, diese Playoffs-Anweise zu bringen. Und das müssen wir schon jetzt lernen. Und dafür ist, ich glaube, der Personal, was wir jetzt haben, wir sind sehr gut. Wir sind auch you know, Erste. Aber man muss immer schauen, was könnte passieren. Was brauchen wir am Ende? Und auch wir sind sehr, sehr gesund und wir lassen das. Ich hoffe, dass das weitergeht, aber in Realität momentan wir konzentrieren auf diese Saison. Thiel, die Länderspielpause wird traditionell von dir genutzt, nach Nordamerika zu fliegen zum Scouten. Wird das auch dieses Jahr so sein? Ja, ich gehe kurz für ein paar Tage. Das habe ich. Ein paar Termine da, nicht nur mit potenziellen Spielern für der Zukunft, aber das ist auch für, ich glaube, unsere Kooperationspartnerschaft in Toronto. Und ja, müssen wir immer weiter aufbauen. Und die Zeit ist einfach, es ist viel Eishockey da gespielt, will ich auch ein NHL-Spiel anschauen und ein paar College-Spiele. So gibt es genug Eishockey anzuschauen und auch gleichzeitig, das gibt es you know, zwei richtige Spiele vor der Pause. Und das ist eine Phase im Jahr, wo es ganz gefährlich ist. Muss man immer konzentriert spielen. Erste Aufgabe in Nürnberg ist keine leichte. Und Straubing ist ganz gefährlich zu Hause. So, ich hoffe, dass ich abreisen können am Montag mit einem 6-Punkte-Wochenende. Und das hilft mir schon, wenn ich unterwegs bin. Dann wünsche ich gute Reise und danke für das Gespräch. Danke dir.